kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Dunkle Geheimnisse. Ja, ich bin mal wieder am Rätseln, was ich jetzt machen soll. Also ich habe keine Ahnung, wie diese Quest bei den Bauern weitergeht. Habe ich vielleicht noch irgendwas dabei? Teleport, seltsamer Kristall. Ich muss mal diese Sachen ausprobieren hier. Was ist das denn? Okay, das kann ich benutzen. Das kann ich nicht benutzen. Was ist eigentlich der Ruf des Paladins? Ich bin deinem Ruf sofort gefolgt, Auserwählter, wie mein Herr es wünschte. Es ist mir eine Ehre, Krieger. Deine Hilfe kann mein Schicksal bestimmen. Führe mich zu deinen Feinden und sie werden sich wünschen, sie wären nie geboren. Gut, dass du das sagst. Auf in den Kampf. Alles klar bei dir? Ja gut, den Innos-Paladin, den behalte ich mal im Hinterkopf. Das Ding kann ich doch benutzen. Oder ist das der, der mich zu den Erbauern bringt? Nee. Nee. Das ist das... Das ist doch das, was ich mir in einer der letzten Folgen gewünscht habe. Krasser Shit. Dann muss ich den auf jeden Fall auf 4 nehmen und die anderen Teleporter kann ich alle wegmachen. Das ist ja absolut crazy. Das ist ja crazy, ist das? So, Teleport von Elina. Das war der, der mich zu den... Ja, okay, der hat mich hier hingebracht, ey. Ich muss ja irgendwie das Geheimnis der Erbauer finden, aber... Kein Plan. Oder habe ich irgendeinen Kristall... aus Versehen in, alte Mine, neue Mine... Alte Bergfestung. Hab ich hier vielleicht irgendwas reingepackt, was ich noch brauche? Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. In meine schlaue Truhe hier. Du meinst? War doch klar, dass das Ärger gäbe, Leier. Wenn du meinst, verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Da muss aber was dran sein. Toll schrumpfen. Drachenhauch. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Nee. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Tja, ich habe keine Ahnung. Ich nehme übrigens mal, als... Warte mal, hier muss ich... Ich will eine Waffe mitnehmen, die Magieschaden macht. Aber bald lass uns lieber über dieses Ding hier zum Beispiel. Dann packe ich das hier mal weg. Ulumolo behalte ich auch. Innos Zorn kann weg. Das behalte ich. Gottes Hand behalte ich. Urzi behalte ich. Das behalte ich. Ork. Fetzer. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Das ist ein krasses Ding. Das passiert mir nicht nochmal. Aber behalte für dich, das muss nicht gleich jeder wissen. Wahrscheinlich hast du recht. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen. Die Rezepte, die brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht. Die Gruft, keine Ahnung, was damit ist. Aber behalte für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Kann schon sein. Den Schuldschein, das brauche ich auch nicht. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern wird. Lass uns lieber über was anderes reden. Früher wäre das Ganze anders gelaufen. Gut, ja, keine Ahnung. Dann mache ich mir jetzt erstmal Urizir. Obwohl, dann kommt Kapitel... Das ist Glück. Kapitel 6, ne? Oh, ich weiß echt nicht, wie ich das mit den Erbauern da löse, ne? Habe ich hier vielleicht noch einen...
Teleport. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch einfach nicht. Hat sich auch schon ewig nichts mehr aktualisiert. Immer zu einem Schmugglerlager. Vielleicht habe ich noch irgendwas gefunden, was ich dem Typ wieder abgeben kann. Ich habe den Kelch des Dämonenbluts gefunden. Was für eine Sauerei. Das verdammte Blut stinkt schlimmer als deine Kleidung. Gib mir den Kelch, bevor ich meine Meinung ändere. Und hier ist dein Erz. Okay, ich glaube Schatzsuche. Du hast mir alle Artefakte gegeben. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Vielleicht solltest du deine Dankbarkeit in einer etwas greifbareren Weise zeigen. Hey, du hast dich überhaupt nicht geändert. Aber das ist gut so. Du weißt, worauf es ankommt. Du verdienst eine besondere Belohnung für die Mühen und für die Gefahren, die mit diesem Auftrag verbunden waren. Nimm dieses Erz hier und meine immerwährende Dankbarkeit. Man sieht sich, mein Freund. Aber verkaufe den Schatz nicht an den erstbesten Händler. Wie wär's mit einem kleinen Handel? Ich habe viele interessante Dinge zu verkaufen. Kann ich diese Sachen nicht zurückkaufen bei dir? Tja, dann hätte ich diese Quest zumindest erledigt. Vielleicht hat Fiddler jetzt noch was zu erzählen. Ich frage mich halt echt, ob es noch irgendwo einen Ort gibt, wo ich noch nicht war. Weil irgendwo muss doch noch was sein, oder? Oder habe ich irgendwas übersehen? Also muss ich ja. Zum Beispiel der letzte Anhaltspunkt, den ich ja hatte in der Außenwelt hier, war ja dieser Beliard-Red-Typ. Aber den haben wir umgebracht. Oder hat er in seiner Höhle noch irgendwas versteckt? Dafür muss ich dann vielleicht nochmal gucken. Hast du vielleicht Interesse an einem weiteren Abenteuer? Wenn du an meiner Seite kämpfst, gerne. Endlich. Gomez hat das bekommen, was er verdient. Er ist selbst schuld. Seine Herrschaft über die ganze Kolonie dauerte schon viel zu lange. Hast du nicht gesagt, du wolltest jetzt die Herrschaft übernehmen? Herr Ada! Für mich war es wichtig, die Welt von Gomez zu befreien. Du sollst nicht so bescheiden sein. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich diese Gegend erstmal auf den Kopf stellen. Zum Glück bist du nicht an meiner Stelle. Für den Moment nicht. Es sieht so aus, als hättest du dich mit einem der Erzbarone angelegt. Schon möglich. Wie sah er aus? Hat einen schwarzen Bart, ein grauenvolles Gesicht und breite Schultern. Stimmt. Sein Name war Raven. Er war Gomez' rechte Hand. Ich habe alle Handlanger von Gomez umgebracht. Ich befürchte, du machst einen Fehler. Manche Toten haben eine wirklich lästige Angewohnheit. Und das wäre? Sie erwachen wieder zum Leben. Du wirst Raven sicher bald wiedersehen. Dann werde ich ihn eben nochmal töten. Aber dann werde ich etwas genauer vorgehen. Ich habe einen furchtbaren Schrei gehört. Was war denn das? Der Kampf von einem untoten Drachen. Ich habe ihm sein Licht ausgeblasen. Das ist gut. Ich hätte mir beinahe in die Hosen gemacht. Ich war auch nicht gerade erfreut darüber, ihn zu treffen. Du überrascht mich immer wieder. Mit deinem entschlossenen Kampfgeist vollbringst du große Taten. Deine Worte erstrahlen im Licht der Wahrheit. Versuche besser nicht, mich zu verstehen. Ich mache nur das, was getan werden muss. Ich werde mir deine Worte merken. Hallo. Ich gehe jetzt alleine weiter. Wie du wünschst. Okay. Ja, da geht's dann auch nicht weiter. Okay.
Sind eigentlich die Typis noch bei der Bergfestung? Oh, dieser Teleport ist so angenehm, ne? Ich weiß gar nicht, seit wann ich den habe. Wahrscheinlich habe ich das in der einen Folge erwähnt und ich hatte die ganze Zeit das dabei. Aber sowas wird einem ja auch irgendwie nie gesagt, ne? Mach's gut. Dem Ziel entgegen. Wo ist Milton? Milton ist aber weg, oder? Achso, Milton ist klar bei den Wassermagiern, klar. Tja. Schmugglerlager, Fanatikerlager, Eingang Orkstadt. Sei gegrüßt, mein Freund. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hallo Milton, es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal trafen. Ich würde dir gern alles erzählen, doch im Moment ist keine Zeit dafür. Ich bin in Eile. Milton, ich brauche deine Hilfe. Um was geht es? Wie kann ich dir helfen? Lass uns irgendwo hingehen, wo es nicht so viele Ohren gibt. Wie du meinst. Folge mir. Tja. Dann mache ich mir jetzt einfach mal Uriziel und gucke, was dann ist. Nun sprich. Worum geht es? Ich brauche die magische Energie des Erzhaufens und ich halte es für unklug, die anderen Wassermagier danach zu fragen. Du scherzt. Die Zeit des Scherzens ist vorbei. Ich meine es todernst. Ich habe Xardas, den Dämonenbeschwörer, getroffen. Ich handle in seinem Auftrag. Xardas? Langsam machst du mir Angst. Niemand hat mit ihm gesprochen, seit er das alte Lager verlassen hat. Ich schon. Wofür benötigst du die Energie des Erzhaufens? Ich will sie auf dieses Schwert hier übertragen. Wow, was für eine Waffe. Es trägt den Namen Uriziel. Xardas gab mir diese magische Formel, um den Transfer zu vollbringen. Du musst sie aussprechen, während ich Schwert und Erz in Kontakt bringe. Es sieht so aus, als ob ich diese Zauberformel nur herunterlesen müsste. Aber wir werden ernsthaften Ärger mit Saturas und den anderen Magiern bekommen. Das Risiko müssen wir eingehen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtig für alle Bewohner der Kolonie. Ich verstehe nicht. Es wird uns alle hier rausbringen. Du musst mir vertrauen. Einverstanden. Nach all dem, was du bereits für uns getan hast, besitzt du mein Vertrauen. Außerdem scheinst du auch das von Xardas zu besitzen. Triff mich unten beim Erzhaufen und zu keinem ein Sterbenswörtchen. Gut. Wir treffen uns beim Erzhaufen. Bis dann. Ich bin gespannt, ob Uriziel wirklich stärker ist als die Waffe, die ich habe. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Also ich halte mich da lieber raus. Milton braucht eh wahrscheinlich den ganzen Tag, um da runterzukommen, ne? Man darf auch nicht alles brauchen, manche lernen eben gar nichts dazu. In seiner Haut. Vielleicht passiert ja noch irgendwas im sechsten Kapitel. Ist immer so witzig, dass dieser Söldner, der eigentlich unten steht, dann hier hochgeht. Vielleicht passiert ja noch irgendwas im sechsten Kapitel und dann geht's weiter mit den Erbauern. Ich habe keine Ahnung. Ey, weil mir wurde gesagt, ich soll nach einem Drachen Ausschau halten. Wo habe ich denn einen Drachen verpasst? Denn so ein Drache ist ja nicht gerade klein. Ne? Erbauer. Entführung Alchemist, da ist noch irgendwas. Der geheimnisvolle Eremit, das ist ja auch noch irgendwas. Blut vom Paladins Blut, auch keine Ahnung, was das wieder heißen soll. Hast du das Schwert und die Zauberformel? Hier, nimm die Zauberformel. Bist du bereit? So bereit, wie man für solch eine Wahnsinnstat nur sein kann. Dann kann es ja losgehen.
Kapitel 6, die Hallen des Schläfers. Es ist vollbracht. Unglaublich. Der unscheinbare graue Edelstein schimmert nun bläulich. Geil, und wir sehen nichts. Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Das ist wirklich nicht mein Problem. War doch klar, dass das Ärger gibt. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Das ist ein gutes Zeichen. Die magische Energie des Erzhaufens scheint tatsächlich in das alte Schwert übertragen worden zu sein. Aber unsere kleine Aktion hier scheint etwas Aufmerksamkeit erregt zu haben. Du solltest dich am besten direkt hier heraus teleportieren. Was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Geh jetzt! Wildner hat einfach gesagt, dass sie einen gezwungen haben. Es wäre auch witzig, wenn man sich nicht rausteleportiert, wenn hier schon jetzt Söldner und die Magier angelaufen kommen. Ja, Urizi ist tatsächlich schwächer. Als Innos Flamme, das dachte ich mir aber schon. Das dachte ich mir schon. Ja. Oh shit. Frag mich, ob ich diesen dicken Ork mit Urizi besiegen kann. Urizi macht's doch eigentlich möglich, oder nicht? Aber meine jetzige Waffe ist ja stärker vom Schaden her. Ich meine, der letzte Anhaltspunkt, was ich vorhin schon meinte. Aha! Der Tod schreit nach deiner Seele, Sterblicher. Glaube ich nicht. Versuch mal lang genug bei Sinnen zu bleiben, damit ich dein Ende genießen kann. Niemand belästigt meinen Herrn. Okay. Scheint so, als wäre ich hier gar nicht mal so verkehrt, oder? Da! Teleportkristall! Das hat kein Symbol und deswegen habe ich das nicht gesehen! Junge! Was ist das für ein Schwachsinn schon wieder? Wahrscheinlich hat es jemand in die Kommentare geschrieben, aber... Was ist denn hier jetzt schon wieder los? Guck mal, das sind so Sachen, ne? Woher soll man das denn wissen? Wo sind wir hier? Ah, wir sind über der Klosterruine. Da oben die zwei Trolle. Ist hier noch irgendwas? Okay, nice. Da bist du also, Sterblicher. Du hast Balayaret getötet. Mein Herr wartet auf dich. Aber zuerst werde ich dich empfangen. Ich schätze, es gibt keine Küsschen. Sei still, verdammte Kreatur. Deine kümmerliche Existenz beleidigt mein Meister. Bald wirst du aufhören, so dämlich zu grinsen. Stirbt! Ich grinse wirklich dämlich, weil wieder die Mattstimme das perfekt untermalt, einfach. Oh je, ey. Muss ich einfach wieder da rein, oder was? Ach so, da ist ein Weg. Ich hab den echt nicht gesehen. Das sah gerade so aus, als wäre es einmal eine Wand. Ist das alles dumm, ey. Mein Meister erwartet dich. Wo bin ich denn hier? Oh nein, eine unsichtbare Wache. Geisterschwerter gab es doch schon mal in irgendeiner anderen Mod. Diese Bäume sind falsch texturiert.
es mir scheint. Wie soll das hier so sein? Noch eine Erdbeere. Ja, immer diese Schlösser. Und dann ist da immer irgendein Schund drin, den man gar nicht braucht. Oh nein, ich bin so doof. Dann direkt zweimal hintereinander verklickt. Warum mache ich immer zweimal den gleichen Fehler? Ich lerne das einfach nicht. Ich bin einfach zu blöd für Schlösser knacken. Bitte. Also wenn es danach nicht vorbei ist, dann öffne ich das Schloss nicht. Das ist ja bescheuert, ey. Wow, toll. Was ist das für eine Scheiße? Warum macht man so eine Gammelwaffen denn hier rein? Wofür? Für was? Das ist doch einfach nur, um einen zu triggern, oder? Du machst diese endlos lange Truhe auf, damit du dann nichts bekommst. Ein Drache. Redest du mit mir? Du bist also der nächste Narr, der für seinen Gott sein Leben opfern will. Niemand geht ohne meine Erlaubnis über die Schwellen zu dieser Festung. Wer bist du? Und warum verweigerst du mir den Zugang zu der Festung? Mein Name würde dir auch nichts nützen. Und wie ich bereits sagte, niemand kommt hier vorbei. Bist du ein Diener Belials? Ich diene niemanden. Ich bin ein freies Wesen. Jedoch muss ich mein Schicksal erfüllen. Du musst? Du verleugnest dich selbst. Zuerst behauptest du, dass du frei seist, und dann sowas. Ich wurde vom dunklen Großmeister gezwungen, mich in seinen Dienst zu stellen. Euch Menschen ist nichts heilig. Wenn es euren Zielen dient, tötet ihr alles, was euch in die Quere kommt. Menschen bringen nur Tod und Zerstörung. Und jetzt werde ich dich töten. Das wird meinen Zorn auf die Menschheit besänftigen. Warte, es sind nicht alle Menschen so grausam und verschlagen wie der dunkle Großmeister. Nicht alle dienen Belial. Ist mir egal. Ich bin der Wächter dieses Zuganges. Wenn ich irgendwen Zugang gewähre, vernichtet der dunkle Großmeister mein Ei. So zwingt er dich also zu Gehorsam. Was für ein törichter alter Narr. Du scheinst wirklich anders zu sein. Aber du kannst dir trotzdem nicht vorbei. Geh weg, solange du noch kannst. Mal angenommen, ich würde dir helfen. Würdest du mich dann vorbeilassen? Und wie könntest du mir helfen? Ich bringe dir dein Ei zurück und du lässt mich passieren. Ein guter Vorschlag. Dabei kann ich nichts verlieren. Wo finde ich dein Ei? Es liegt an einem dunklen und feuchten Ort. Die innere Aura, die das Ei durchströmt, lässt es leuchten wie bei Nacht die weiße Kugel am Himmel. Ich hörte, wie der dunkle Großmeister etwas über einem Nebelturm flüsterte. Das genügt mir. Du wirst dein Ei bald wieder haben. Du hast diesen dunklen Magier getötet und hast mir mein Ei zurückgebracht. Wie du siehst, sind nicht alle Menschen schlecht. Viele von uns wollen in Frieden leben, auch mit euch Drachen. Vielleicht werde ich meine Meinung über euch Menschen noch ändern.
Aber glaub ja nicht, dass ich solchen wie dir traue. Für eine Weile, jedenfalls. Wirst du mich jetzt vorbeilassen? Mach, was du willst. Es ist mir egal. Ich begebe mich an einen Ort, an dem es keine Menschen gibt. Nimm diesen Kristall. Er teleportiert dich hinter das Tor. Nur so kommst du zur alten Orkstadt. Einst erhob sich dort eine prachtvolle Stadt. Sogar Orks wissen, wie man solche Bauten errichtet. Inos Paladine zerstörten Bauten und Festung Orks. Jetzt stehen nur noch halb verfallene Ruinen herum. Es mag dir jetzt etwas seltsam vorkommen, aber es war angenehm, dich getroffen zu haben. Ja, es klingt in der Tat seltsam. Aber das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Sei vorsichtig, die Festung ist voll mit Wächtern des Großmeisters. Ich hoffe, dass wir uns nicht mehr wiedersehen. Ich hatte dieses Ei, glaube ich, schon vorher gefunden. Das war in dieser Höhle in der Nähe der Bruderschaft, oder? Aber ich bin mal wieder, Ich bin mal wieder einfach nur verwirrt. Seid ihr alle böse? Die armen Orks mit ihren komischen Holzbäumen. Und ich weiß, Holzbaum klingt erstmal nicht falsch, aber die Holztextur an dem Baum ist schon irgendwie falsch. Ich glaube, die sollten mich auch eigentlich angreifen, oder? Geile Winde. Die Treppe kann man irgendwie gar nicht hochgehen, vernünftig. Irgendwelche unsichtbaren Blockaden. Um ehrlich zu sein, weiß ich auch gar nicht, warum ich die töte. Habe ich eigentlich Heilung? Licht, Heilung. Nein, ich habe nicht gespeichert. Warum speichere ich denn nicht? Oh, Junge. Das ist so nervig immer bei mir. Jedes Mal. Ich töte die nicht nochmal. Da war ja eh nichts. Aber ich ziehe mal Urizil an. Vielleicht kann ich dann diesen untoten Heini da töten. Guck mal, wie schlecht Urizil im Verhältnis ist. Urizil ist eine richtige Gammelwaffe. Guck mal, was ist das? Urizil ist ja voll kacke. Was
wissen, was es mit diesen Typen hier auf sich hat. Shit, der beschwört irgendjemanden, oder? Ein Golem hat er beschwört, der ihn jetzt selbst angreift. Das ist ja der Wahnsinn. Der ist ja mal richtig crazy, der Typ. Okay, ich kann den so auch nicht verletzen. Gladiatorenmaske. Ruchloser Schrei. Heilern-Talent, Bonus 25, krass. Wie gut ist denn die Gladiatorenmaske? Naja, warum nicht? Warum nicht mal die Gladiatorenmaske? Ich habe da auf der anderen Seite jemanden gesehen. Liegt doch irgendjemand rum. Junge, was? Wieso ist der so stark? Aber nicht so viel Schaden. Die muss man hier rein. Oder braucht man hier irgendwie eine besondere Waffe? Das Ding. Händlervollstrecker. Macht er mehr Schaden bei dem? Oder macht das vielleicht mehr Schaden bei dem? Das macht gar keinen Schaden. Auch gar keinen Schaden. Jetzt hier. Jetzt hier macht auch keinen Schaden. Geil. Da hat er nicht mal was dabei. Perfekt. Wofür habe ich das jetzt nochmal gemacht? Ich habe auch keinen Plan, wo ich hier bin, ne? Zeit-Troll mal wieder. Dieses Gebiet, nichts gegen die Modder, aber das wirkt für meine Verhältnisse so ein bisschen hingeklatscht irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie am Ende unbedingt noch irgendwas hier einbauen wollten, aber das ist halt irgendwie komisch, oder? Wer seid ihr denn jetzt? Ich will jetzt nicht reden. Verschwinde! Was sind das für Typen? Warum sind die hier? Du hast mich lange warten lassen, Dummkopf. Verschwinde, oder? Oder was? Willst du mich angreifen und mich deine Klinge spüren lassen? Ihr Menschen habt einen komischen Sinn für Humor. Was willst du? Ganz einfach, ich will deinen Kopf. Ich bin Söldner. Jemand zahlt und ich töte. Ist doch ein gutes Geschäft für beide Seiten. Ich mach dir einen Vorschlag. Vielleicht kann ich dir einen besseren Preis machen. Ich habe noch nie meinen Auftraggeber enttäuscht und ich befolge immer meine Befehle. Sohn. Mist, was für ein Pech. Bei all den hinterhältigen Söldnern muss ich ausgerechnet dem einen mit Ehrgefühl begegnen. Lass uns zur Sache kommen. Es wird Zeit für dich zu sterben, Kleiner.
Wieso ist das jetzt ein Dunkelelf? Rose Krummsäbel, ganz genau. Weil das ja auch voll der Krummsäbel war, den er da hatte. Oh, der Doppelblock, nice. Ja, ich weiß nicht, was ich davon jetzt wieder halten soll. Keine Ahnung. Oh shit, der hat die Waffen ausgezogen. Guck mal, die sind jetzt nur hier, damit ich die töten kann. Die haben sich extra ein Lager gebaut. Damit die hier auf mich warten. Hier, wo der Drache uns nicht hingelassen hat. Was ist denn die Logik dahinter? Weißt du, wir sind doch hier hingekommen. Wir mussten an diesem Drachen vorbei. Ich check das nicht. Ich check das halt wirklich nicht. Muss man das checken? Die Kiste werde ich auch nicht öffnen. Da ist sowieso nur Scheiße drin. ich verstehe das halt wirklich nicht. Ich komme jetzt hier lang und hier ist jetzt einfach so eine Söldnerlager. Mitten in diesem antiken Ork-Dingsbums. Weißt du, wir sind hier mit einem Teleport hingekommen. Wir sind hier irgendwo um nirgendwo. Anscheinend aber immer noch in der Barriere, weil man kann sich doch nicht einfach raus teleportieren. Aber wir sind ja in der Barriere. Man sieht ja die Barriere. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Bitte hab die Stimme von Matt. Du hast viele meiner Brüder getötet, aber bald wirst du dich zu ihnen gesellen. Shit. Kann meine Waffe nicht ziehen. Kann ich bitte meine Waffe ziehen? Kann meine Waffe nicht ziehen. Sorry, Dick. Bist du Uriziel? Du hast mich lange auf dich warten lassen, Sterblicher. Und du bist... Ich bin Uriziel, Belias persönlicher Erzmagier. Die Erbauer und die Erbärmlicher überzittern vor mir. Das bloße Aussprechen meines Namens erfüllt sie mit Angst. Du hast wahrscheinlich gut Gründe, hierher zu kommen. Mal sehen, was deine Gedanken verraten. Die Erbauer haben dich mit ihren Versprechungen verführt. Ich bin sicher, du erwartest, dass sie ihr Wissen mit dir teilen. Wenn du das wirklich glaubst, bist du ein Idiot. Sie haben dir nicht mal etwas über das Relikt erzählt, das ich von ihnen gestohlen habe. Woher weißt du das? Für mich gibt es nichts Leichteres, als deine Gedanken zu lesen. Du bist davon überzeugt, dem Guten zu dienen. Du denkst, dass du der erwählte Innos bist. Du willst etwas richtig Großes erreichen. Dein Schicksal ist Segen und Fluch zugleich. Ich verstehe nicht. Dein Schicksal wurde noch nicht von den Göttern entschieden. Du Sterblicher kannst über dein Schicksal entscheiden. Alles hängt von dir ab. Was wirst du tun? Ich kann dir die Stärke und das Wissen geben, um der Stärkste unter den Sterblichen zu werden. Die Erbauer werden dir nur Lügen erzählen und dir trügerische Hoffnungen machen. Sie werden dir niemals vertrauen und du wirst niemals einer von ihnen werden. Sie haben mich vor dir gewarnt. Sie sagten, du wirst versuchen, mich zu verführen und mir außergewöhnliche Kräfte anbieten. Ich lasse dir nur die Wahl. Ich hätte dich schon längst töten können, aber ich spüre großes Talent in dir. Ich möchte es nicht verschwenden. Entscheide dich, Sterblicher. Du strapazierst meine Geduld. Wofür entscheidest du dich? Macht oder Tod? Ich werde niemals ein Diener Belias sein. Das ist ein Ende, Verräter. Mach dich bereit zu sterben. Das ist schade. Ich will dich nicht töten, aber du hattest die Wahl. Also gut, Erwählter. Belia, zeig diesen Narren deine Kräfte. Was passiert mit mir? Das war der kalte Kuss des Herrn der Finsternis, du Dummkopf.
Und jetzt wirst du einen grausamen Tod sterben. Okay. Bin ich schwächer geworden? Das jetzt alles, diese Uhr, diese krassen Superdämonen? Hallo? Nice Bosskampf. Bosskampf im Dunkeln. Oh shit, die sind voll stark. Tot. Kann ich die überhaupt besiegen? Hallo? Ich speichere mal. Gegen die? Habe ich einen Hammer? Shit, ich habe keinen Hammer dabei. Ja. Kann ja ein Dämon helfen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die Schaden kriegen. Auf jeden Fall haben die jetzt wieder eine Textur. Der ist tot. Ja, ich weiß echt nicht, was ich hier machen soll, ne? Hier ist auch irgendwie kein Hinweis oder so darauf. Kein Plan. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Bosskampf macht. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert, ich weiß es nicht. Ich sage jetzt einfach mal das. Ich schließe mich dir an. Deine Entscheidung war weise, sterblicher. Besser den Siegreichen dienen, als wie ein Hund sterben. Du wirst dich als würdig erweisen, indem du Kenotz tötest. Bring mir auch den Kristall des Anbeginns. Er ist in seiner Nähe. Danach werden wir zusammen das Beschwörungsritual vollziehen. Du wirst dann mehr über das Relikt herausfinden, das die Erbauer so verzweifelt suchen. Nun geh, Sterblicher, und wage nicht, mich zu enttäuschen. Ich hab echt keinen Plan, Mann. Wie man diesen Bosskampf macht. Vielleicht brauche ich da Magie oder so, ich weiß es nicht. Also eigentlich mag ich das Gothic-Schlösserknacken-System, ne? Aber nicht bei diesen endlos langen Kombinationen. Also jemand, der das damals ohne Dings gemacht hat, ne? Ohne, hier, Ninja-Hilfe. Da muss man doch durchdrehen, wenn man sich das alles notieren muss. Ich glaube, ich hätte gar keine Tore geknackt. Bei den meisten Sachen ist dann eh nur
irgendein Scheiß drin. Benötigt Mana 120. Ich meine, das ist jetzt okay, aber das ist jetzt auch nichts. Weiß ich nicht, ja, okay, halt. Probe des dunklen Meisters. Hat aber wenig Schutz vor Waffen. Ja, cool. Die will ich alle nicht haben. So. Alle schon Sachen, die ich entweder schon habe oder, naja, nicht gebrauchen kann. Gut, Kann ich hier, da kann ich doch locker als Fleischwanze durch, oder? Was ist denn das für ein Ding? Aha! Übrigens habe ich gerade versucht, den Paladin zu rufen im Bosskampf und dann ist der einfach weggelaufen. So viel zum Innos-Paladin. Warte mal, bevor ich das mache, mache ich da einmal kurz... Wo sind eigentlich die ganzen Orks hin? Die nicht vorhin viel mehr oder habe ich die wieder umgehauen? Eigentlich habe ich die doch gar nicht umgehauen. Ja, wow. Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt wieder hin muss. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zurückkomme hier. Ich sag euch ehrlich, mich dieses ganze Gebiet hier einfach zu viel. Ich mag das nicht. Das ist mir einfach, das liegt so mehr oder weniger, ich habe es vorhin schon gesagt, so ein bisschen hingeklatscht. Einfach. Damit will ich auch nicht die Arbeit der Modder herabwürdigen, aber mir ist das ab dem Punkt, wo wir jetzt sind, einfach irgendwie zu viel. Wo ich mir denke, so muss das jetzt sein. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber alles wirkt einfach so komisch. Ich kam doch hier irgendwo raus, oder? Da. Ach ja, jetzt darf ich wieder zu den Erbauern laufen. Die töten. Wahrscheinlich, ich wette, wahrscheinlich muss ich dann trotzdem den Bosskampf machen. Wenn ich die töte. Aber wenn das so ist, dann ist das so. Das Spiel stürzt jetzt sowieso ab, weil ich wahrscheinlich zu oft mich hier hin und her teleportiere. Ich hoffe, ich darf bei Shir gar noch einen Kampf lernen. Oder zweien Kampf. Geht auch. Wahrscheinlich aber nicht.
jetzt die große Preisfrage. Macht er den Sprung für mich? Nee, natürlich nicht. Nie. Noch nicht einmal, als ich hier lang gelaufen bin, hat dieser Sprung geklappt, weil er einfach sich denkt, nö, ich schaukel lieber mit meinem Arm hin und her. Hihihihihi. Das ist so lustig. Hihihihi. Ey, Schicker, was geht? Ah, doch, kann ich. So, lerne ich jetzt zwei? Ruhm und Ehre, Krieger. Oder Einhand? Also die Einhandwaffe, ich habe ja sowieso eine Zweihandwaffe, also muss ich Zweihand lernen. Bringt das noch Boni eigentlich? Bonus zu Zweihandkampf, letzter Schlag? Nein. Gemeistert. So wenig Lernpunkte. Lernpunkte habe ich noch 10. Lerne Zweihänder Guru. Ruhm und Ehre, Krieger. Leider werde ich das nie machen können. Komisch, dass ich jetzt hier auch keine Aktualisierung habe, ne? Der Quest. Ja, zwei in der Guru hätte ich schon gerne gelernt, aber jetzt habe ich keine Lernpunkte mehr. 2 Level-Ups noch. Her in Frieden. Okay, wie kann ich Kenuts töten? Wie soll das gehen? Ich bin doch der Auserwählte. Das ist ja auch schon wieder komisch, ne? Tja, dann ist das wohl auch nicht die Lösung. Ich würde sagen, dann muss ich irgendwie mir was überlegen, wie ich diesen Bosskampf doch schaffe. Ich habe keine Ahnung, nämlich wie das hier sonst weitergehen soll. So, liebe Leute, ich habe jetzt mal nachgeguckt in dem LP von Neoras und von RPG Kurga, wie die diesen Bosskampf bestritten haben. Und die haben es mit Magie gemacht. Ich habe dann erstmal den Weg genommen und habe Spruchrollen ausprobiert bei diesen Steinviechern, aber leider hat das nicht funktioniert. Ich habe bei Kurga gesehen, er hat anscheinend die Urizil-Rune verwendet. Auf jeden Fall hat er die Todeswelle benutzt. Und ja, ich habe mir jetzt die Todeswelle gecheatet, einfach weil ich habe keine Lernpunkte, ich will auch nicht mehr farmen gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Lernpunkte zusammenbekomme für den sechsten Kreis der Magie. Deswegen habe ich mir das jetzt ercheatet. Und ja, dann probiere es einfach mal damit. Vielleicht wird das ja funktionieren. Wo habe ich dieses Ding? Ich habe das doch irgendwo hin. Das ist ganz unten. Na, da. Und dann probieren wir es einfach damit. Hier steht übrigens noch der Charakterhelfer rum. Mit dem habe ich mir die Dings ercheatet. Die Magiekreise. Und ja, ich will ja hier euch diesen Bosskampf zeigen. Naja, gucken wir mal, ob das jetzt so klappt. Die Dinger, die sind ja kein Problem. Die kann ich ja easy peasy besiegen. Ich weiß übrigens nicht, warum jetzt keine Musik läuft. Nur diese Steinviecher, ich habe so lange probiert, gegen die im Nahkampf zu kämpfen und irgendwie was anzurichten, aber leider, naja, passiert nichts. Selbst hier habt ihr mich jetzt erwischt. Ich hoffe einfach mal, dass die jetzt Schaden bekommen. Ansonsten weiß ich halt wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Die sind auf jeden Fall bei Neoras und bei Kurga irgendwann zerfallen. Ich weiß nicht, wie viele die casten mussten. Ich wollte mich nicht zu sehr spoilern. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass die
Schaden angerichtet haben. Und daher hoffe ich einfach mal, dass das jetzt geht. Weil ich konnte ja den anderen Weg auch nicht wählen. Aber ganz ehrlich, also dieser Bosskampf ist schlecht gemacht. Also ich würde mir einfach wünschen, dass man die anvisieren könnte, diese Steinviecher, und dass die eine Lebensanzeige hätten. Ansonsten, keine Ahnung. Eoras hat es mit dem Feuerregen gemacht. Ich hatte ja auch mal diesen Golem Feuerregenstein, aber der hat auch nicht funktioniert. Und ich weiß wirklich nicht, wie viele ich von diesen Dingern casten muss. Und ich frage mich auch, ob die das selber nachgeguckt haben oder herausgefunden haben. Aber es scheint nicht zu passieren, also... Vielleicht habe ich es doch falsch gesehen. Man muss es doch anders machen. Auf jeden Fall finde ich das alles sehr nervig. Hey, jetzt, guck mal, wie viel der aushält. Jetzt ist der gestorben. Was ist das für ein Schwachsinn? Warum gibt man den Gegnern so viele Lebenspunkte? Das ist so unnötig. Also wirklich, jetzt ist es einfach nur unnötig. Oder? Ich glaube, die müssen einfach nur von diesem Ding getroffen werden. So funktioniert das. Ich will mal gucken, ob sich meine Vermutung da bestätigt. Aber ich glaube, das ist so. Problem ist jetzt nur... Nur Kurga und Neoras haben das beide mit Magie gemacht. Aber eigentlich, denke ich, müssen die nur davon getroffen werden. Ja, die... Okay. Aber auch mehrmals. Die kriegen einfach auch davon Schaden. Nee, dann ist es schon... Okay. Dass man das mit der Magie macht. Es dauert wahrscheinlich noch länger, wenn man das so machen will. Außerdem läuft man ja Gefahr, dass man ganz halt selber getroffen wird. Deswegen akzeptiere ich jetzt hier einfach, dass ich mir das ercheate. Ich bin ehrlich, wenn ich das privat spielen würde, hätte ich das gar nicht gemacht, weil mir das einfach zu dumm ist. Hätte ich wahrscheinlich einfach bei Neoras oder bei Kugel geguckt, was danach kam. Ich habe mir jetzt nur einen Bosskampf angeguckt, ich weiß nicht, was danach kommt, aber... das sind so Momente, wo ich mir im Videospiel einfach nur verarscht vorkomme. Wo ich mir denke, für wen oder für was mache ich das? Oder macht das doch keinen Schaden mit der Todeswille und... Was ist denn jetzt noch? Keine Ahnung, was jetzt ist. Die anderen sind auf jeden Fall auch fertig, ne? Also konnte ich die auch anscheinend schon hier oben verletzen. Sind ja nur noch zwei Stück. Deswegen raste ich jetzt einfach mal hier, bis die runterfallen. Und ja, die Rune schmeiße ich danach dann aus dem Inventar. Wobei man auch sagen muss, wenn ich Uriziel habe, wieso kann ich die nicht einfach mit dem Schwert angreifen, ne? Wir bräuchten einfach eine Lebensanzeige. Mehr will man noch gar nicht. Ich frage mich nur, wie die hier hinten gestorben sind. Ist auch schon mal tot. Fehlt ja nur noch das Ding. Dann bin ich froh, dass sie gleich durch ist.
Aber ganz ehrlich, dieses Zeug hier, ne, das wäre für mich ein Grund, wirklich zu sagen, ey, diese ganze Questreihe endet in einem kompletten Chaos und ich kann sie echt nicht empfehlen. Die war sowieso schon ganz Zeit so verworren, ne? Also die ganze Erbauer-Sache, wenn man die skippen kann, würde ich die vielleicht nächstes Mal, falls ich die Mod in ein paar Jahren oder so nochmal spielen sollte, aus was weiß ich für Gründen. Dann würde ich einfach sagen, skippe ich den Mist. Na guck mal, ich bin jetzt hier seit 10 Minuten am Machen. Viele Todeswellen hätten das ganze Königreich schon vernichtet. Vielleicht zieht man immer nur 10 Schaden ab, so wie bei diesem komischen Dämon, der so stark war. Ich frage mich ja, ob ich... Eigentlich mache ich ja Magieschaden. Ob ich den auch so treffen kann, aber irgendwie so kann ich ihn ja gar nicht anvisieren. Vielleicht müssen die auch gar nicht Schaden bekommen, sondern einfach nur ein Magietreffer und das ist dann völlig egal. Kein Plan. Weil das grundlegende Arena-System hier wäre ja ganz nett. Du machst eine Welle von Gegnern kaputt, dann springen immer zwei runter. Dann musst du die besiegen. Die sind auch von mir aus stark. Aber warum in so einem Maße? Weil ich glaube, irgendwas hat gar nicht richtig funktioniert, weil er ja da gar nicht runterkommt. Ne? Ah, okay, irgendwas funktioniert hier gar nicht. Da kann ich den jetzt verletzen. Ich weiß es halt wirklich nicht mehr, ne? Normalerweise müsste man doch jetzt sagen, das da bricht ab. Oder kann ich den jetzt mit irgendeinem Zauber anschießen? Sehen. Kein Plan. Echt kein Plan. Was, kann ich den einfach mit Cheats umbringen, ganz ehrlich? Wenn ich das machen kann, dann mache ich das. Weil ich hab wirklich keine Lust mehr. Und mir ist das dann auch egal, auch dass ich hier gerade cheate, weil ich hab einfach keinen Bock mehr. Nee, es geht auch nicht. Sehen oder was? Ja. Okay, das ist aber auch nicht richtig. Drachenhorn. Also, irgendwie lief der Bosskampf ja nicht richtig ab. Bis zum zweiten Part lief es ja noch richtig ab, aber danach nicht mehr. Wahrscheinlich muss ich das Ganze nochmal wiederholen. Ich muss sagen, ich bin schon echt gerade wieder maßlos enttäuscht. Ich mir einfach nur denke, was, warum zur Hölle? Seltsamer Kristall. Oh. Ich bin deinem Ruf sofort gefolgt, Auserwählter, wie mein Herr es wünschte. Es ist mir eine Ehre, Krieger.
Führe mich zu deinen Feinden und sie werden sich wünschen, sie wären nie geboren. Gut, dass du das sagst. Auf in den Kampf. Er ist übrigens weggelaufen, wenn man ihn in den Bosskampf gerufen hat, ne? Welcher? Glänzender Kristall 8. Was macht er denn? Wer bist du und was machst du hier? Weise Leute sagen, dass Größe keine Rolle spielt. Ich bin der Gesandte meines Herrn. Innos Avatar und bei mir steht sein Sohn. Wie du meinst. Und ich bin König Robert II. Schön, dich kennenzulernen. Sei nicht so arrogant. Ich bin hierher gekommen, um für das Blut meines Herrn zu kämpfen. Auch du warst ein Auserwählter Innos, wenn auch gegen deinen Willen. Das habe ich alles schon mal gehört. Die Welt der Sterblichen muss ja verkommen sein. Wenn Innos keinen besseren Auserwählten finden konnte. Schmeicheleien werden dir nichts nützen. Sag schon, wer du bist. Was? Der Stahl deines Schwertes und die Trauer des Verlusts? Den kalten Hauch des Todes? Das reicht es nichts. Und das kenne ich alles schon. In meinem früheren Leben war ich auch der Auserwählte. Also reiß deine Klappe nicht so weit auf, sonst schluckst du noch eine Blutfliege. Ich war auch einmal ein Mensch. Damals, als aus Menschen noch echte Helden hervorgingen und sich Legenden erfüllten. Es ist schon lange her. Hab beinahe vergessen, wie es war, ein Mensch zu sein. Deine Überheblichkeit sowie dein Unwissen und dein fehlender Glaube an die Macht Innos hat die Erinnerungen zurückgeholt. Und was ist der Anlass deines Erscheinens in dieser verkommenen Welt? Dieselben Gründe, die dich hierher brachten, Auserwählter. Ich denke nicht. Ich sollte ein Relikt der Erbauer finden und es in die richtigen Hände zurückbringen. Dann haben die Erbauer dir wirklich verschwiegen, was es mit diesem Geheimnis auf sich hat. Was denkst du, was dieses Relikt ist? Ich denke, dass es ein sehr mächtiges Artefakt ist, das auf dem Feueraltar von Innos geweiht wurde. Vielleicht ein heiliges Schwert oder eine magische Rüstung oder so etwas in der Art. Ihr Menschen könnt auch nur an materielle Dinge denken. Wieso kommt es dir nicht in den Kopf, dass dieses Relikt nicht was Außergewöhnliches sein könnte? Vielleicht ist es das nicht, aber sollte ein Avatar Innos sich nicht etwas gepflegter auszudrücken wissen? Das würde nur das Ausmaß deiner Unwissenheit in unbekannte Richtungen lenken. Bist du nun zufrieden? Ich war nicht immer ein Gesandter des Herrn des Feuers. Nehmen wir mal an. Ich glaube dir. Und was jetzt? Diese Welt hat sich so sehr verändert. Ich vermisse die guten alten Zeiten, als die Feldherren von Schlachten zurückkamen und Feste feierten. Du bist hierher gekommen, um ein Relikt der Erbauer zu finden. Finde also die ganze Wahrheit heraus über das strengste Geheimnis der Erbauer. Ich warte. Ich glaube, es gibt keine Rettung mehr für dich. Das Relikt steht direkt vor dir. Sprichst du wieder von dir selbst? Ich bin von deinem Scharfsinn geradezu überwältigt. Trotz meines Alters bin ich noch kein Relikt. Wie ich feststelle, ist denken ja nicht gerade deine Stärke. Siehst du diesen jungen Mann, der neben mir steht? Vielleicht denke ich zu viel, aber ich bin nicht blind. Nehmen wir mal an, ich habe ihn gemeint. Kannst du mir soweit folgen? Dieser Schwächling? Hast du dir auf dem Weg hier den Kopf gestoßen? Soll ich dir einen Heiler suchen? Sei still, dieser junge Mann ist auferstanden aus dem Blut meines Herrn. Dieser junge Mann wurde geboren von einer sterblichen Frau. Er ist ein Nachfahre Innos. Er hat zwar nicht die Macht seines Vaters, dafür aber andere Fähigkeiten. Er hat das Muttermal des Feuers. Daher bin ich hierhin gekommen. Und wie ich sehe, gerade noch rechtzeitig. Innos hat mir befohlen, seinen Sohn von den Fesseln des dunklen Großmagiers zu befreien. Warte mal, dieser Bursche soll der Sohn Innos sein? Ja, und du bist sein Auserwählter. Bist du nicht eine übersinnliche Erscheinung? Ja. Und das ist also das Geheimnis der Erbauer? Ja, so ist es. Der Orden der Erbauer wurde gegründet, um die drei Artefakte Innos zu beschützen, den Hammer, das Auge und das Geheimnis. Ich denke, du wirst nun verstehen, wieso die Paladine bis zum bitteren Ende gekämpft haben. Sie gaben ihr Leben, um den Sohn Innos zu beschützen. Jetzt solltest du auch verstehen, wieso die Erbauer sich zurückziehen mussten, anstatt den Paladinen in der entscheidenden Schlacht zur Seite zu stehen.
Die Paladine starben, um Enos Geheimnis zu bewahren. Und dieses Geheimnis erhebt sich alle 1000 Jahre. Mit ihm kommt die Zeit der Gewalt und des Feuers. Enos Sohn ist der mächtigste Verbündete seines Vaters. Und gleichzeitig seine größte Schwäche. Uriziel wollte das Beschwörungsritual durchführen, und Belia hätte eine menschliche Gestalt in eurer Welt angenommen. Was dann passiert wäre, hättest du dir ja wohl denken können. Glücklicherweise war Uriziel nicht gelungen, den Keim des Verrats in deinem Herzen zu säen. Du hast dich als Auserwählter Enos würdig erwiesen. Die notwendigen Zutaten für das Ritual sind der Kristall des Ursprungs, das Blut und Herz des Auserwählten und zum Schluss noch die sterbliche Seele eines Nachkommen Enos. Durch Urizils Tod sind die magischen Ketten, die den Sohn Enos vor mir verbergen sollten, zu Staub zerfallen. Der Nebel der Finsternis ist verflogen und konnte seine verlorene Seele schützen. Mit deinem Mut hast du bewiesen, dass du würdig bist, den Namen des heiligen Hüters des Feuers zu tragen. Du kannst nun mit Enos Sohn sprechen. Du bist der erste Sterbliche, dem diese Ehre zuteil wird. Wenn die Zeit gekommen ist, wird dieser junge Mann vor seinem Vater stehen. Wir sehen uns später, Sterblicher. Kämpfe nicht allein gegen das Böse. Lass Enos dir seine Stärke geben und sein Feuer dein Herz erwärmen. Vielleicht sehen wir uns wieder. Vielleicht kämpfen wir zusammen gegen die Armeen Belias. Es wird eine Ehre sein, an deiner Seite zu kämpfen. Es wird auch meine Ehre sein, Krieger. Wir sehen uns, Auserwählter. Nur, dass die nie die Fresse halten können, ne? Dass die einfach immer endlos reden. Wie lange hat er jetzt durchgeredet? 5 Minuten? Können die nicht einmal einen Punkt machen irgendwann, dass man überhaupt mitkommt? Man kann nicht mal über das nachdenken, was gesagt wird, weil einfach durchgehend irgendwas gesagt wird. Also, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn die Mod vorbei ist. Sorry, dass ich das so sage, aber ey, das ist so an den Haaren herbeigezogen, ne? Wenigstens habe ich noch eine Erdbeere. Was hat es mit diesen Erdbeeren auf sich? Das ist das größte dunkle Geheimnis. Also ich muss sagen, das ist mir einfach alles so weird hier. Ich kann damit nichts anfangen. Wirklich gar nichts mehr. Dieser Bosskampf, vielleicht bin ich auch etwas genervt, weil ich jetzt so viel Zeit damit verbracht habe, da rumzulaufen und irgendwie versuchen, im Nahkampf mit Uriziel gegen die zu kämpfen, weil die haben immer ihre Farbe so ein bisschen geändert, die Textur, dass ich dachte, oh, ich kann die ja vielleicht doch treffen, vielleicht zerfallen die doch. Endlose viele Versuche. Dann habe ich, wie gesagt, bei Kurgan Neoras reingeguckt und jetzt ist das alles so ein, weiß ich nicht, dafür bin ich jetzt hingekommen. Das ist, weiß ich nicht. Gefällt mir halt null. So diesen ganzen Erbauerkram hätte man von mir aus weglassen können. Wer bist du, junger Mann? Du siehst ja genauso aus wie ich. Ich kann dir nicht ganz folgen. Wer bist du? Ich wurde aus der Asche meines Vaters geboren. Vor dir stehen sozusagen seine Wurzeln. Hm. Kannst mir das nochmal erklären? Das, was in greifbarer Nähe liegt, bleibt euch Unwissenden häufig verborgen. Ihr seht nur das, was ihr sehen wollt. Das mag sein. Aber kannst du mir vielleicht mal erklären, wer du jetzt bist? Warum fragst du mich, wenn du die Antwort bereits kennst? Ich bin der, nach dem du suchst. Du bist? Der Sohn Enos, ja, der bin ich. Ich wurde von den Erbauern gut behütet im Verborgenen gehalten. Ich bin der Anlass für ihr Verderben und den Verrat von Uriziel. Tausende unschuldige Leben treib ich in den Tod. Ich bin der Fluch meines Vaters. Vergib mir, jemand so Besonderen zu sein ist wie... Macht, Stärke und Unsterblichkeit zu besitzen. Ist es das, wovon du sprichst? Mehr oder weniger? Aus deiner Sicht vielleicht. Für meinen Vater bin ich der schlimmste Fluch. Ohne dich hätte Uriziel jetzt meine Seele mit Belia vereint und auf eure Welt niedergeschmettert. Dadurch hast du vielen das Leben gerettet. Ich verstehe nicht ganz. Das musst du auch nicht. Du suchst doch immer nach der Wahrheit und das genügt mir. Meine Zeit ist nun abgelaufen. Ich will dir nun von dir gehen. Die Gnade meines Vaters sei mit dir. Ich segne dich im Namen Enos.
erfülle dein Schicksal und bring die Wahrheit über die Götter ans Tageslicht. Höre auf dein tiefes Inneres. Ich werde nie meinen Glauben an Innos verlieren. Leider können wir unsere Entscheidungen nicht immer selber treffen. Ja, wow. Komische Unterhaltung mit Innos Sohn. Der Typ faselte was von Segen. Soll mir anscheinend Kraft im Kampf gegen das Böse geben. Wüsste erst mein Schicksal, ob so einige Überraschungen für mich parat hält. Ganz ehrlich, ich fürchte mich einfach vor dieser Mod. Ich fürchte, dass ich nämlich den Verstand verliere, wenn ich hier weiterspiele. Das fürchte ich. Dann gehen wir mal zu den Erbauern und gucken, ob ich jetzt da Bescheid sagen kann. Hab ich nicht noch... Sorry, wenn ich wieder so genervt bin, aber... Ich kann mit dem ganzen Kram hier nichts mehr anfangen. Ich verstehe einfach nicht, warum das alles so absurd wurde. Sogar dieses ganze Gebiet hier. Weiß ich nicht. Es wirkt alles so hingeklatscht und nicht durchdacht. Und ich glaube aber auch, diese endlosen Dialoge mit Game TTS Sprachausgabe, die machen einen irgendwie irgendwann kirre, habe ich das Gefühl. Zumindest mich. So, die können von mir aus raus. Die brauche ich nicht mehr. Nördlicher Teil. Nein, mal wieder hier weg. Hast du diese ganzen Orks hier? Dann hast du gleichzeitig da eben so komische Söldner. Wie sind die hier bitte hingekommen? Ich meine, die Mod hatte auch ihre positiven Eigenschaften, aber jetzt gerade zum Ende hin überwiegt einfach nur dieser komische Mist. Wo ich mir einfach nur denke, was? Hä? Das denke ich mir die ganze Zeit so. Warum? Warum muss man jetzt noch den Sohn von Innos mit reinbringen? Warum kann man nicht einfach halbwegs, weiß ich nicht, normal bleiben? Gemäßigt. Warum hänge ich in diesem Baum fest? Fragen über Fragen. Kannst du bitte da raus? Geht's hier überhaupt nochmal raus, Mann? Ich will doch einfach nur hier weg, aus diesem elenden Ort. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will hier einfach nicht mehr sein. Hier war das doch gar nicht, oder? Weil ich weiß, dass ich diese Ruine gesehen habe. Ich habe keinen Plan, wie ich hier wieder wegkomme. Ah, hier. So möchte ich auch gerade schreien, wenn ich diese Dialoge hier höre. War das dieser hier? Also mir hätte es besser gefallen, wenn die Erbauer sich einfach gezeigt hätten und dann wären sie einfach wieder verschwunden. Das hätte denn dieses Mysterium offen gelassen, aber das jetzt so irgendwie zu machen...
Keine Ahnung. Und bei meinem Glück komme ich jetzt hier hin und die haben nicht mal eine Dialogoption. Ich wette, jetzt passiert noch irgendwie sowas. Genau hier wird er jetzt wieder nicht den Sprung machen. So wie immer. So wie immer. Kenos wartet auf dich. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich habe das Kind Innos gefunden. Damit hast du unserer Gemeinschaft einen großen Dienst erwiesen und unsere Ehre wiederhergestellt. Ich habe leider nichts, was deine Taten angemessen belohnen könnte. Ich kann dir nur diese Rüstung geben, sie gehörte einem gefallenen Bruder aus unserer Gemeinschaft. Möge sie dich im Kampf gegen das Böse schützen. Ich danke dir. Ich werde sie mit Stolz tragen. Was wirst du jetzt tun? Ich werde weiter alles Böse in der Welt bekämpfen. Damit werde ich meinen gefallenen Brüdern aus unserer Gemeinschaft die letzte Ehre zu erweisen. Leb wohl, mein Schüler. Und vergiss nicht, was hier geschah und was hier aus dir geworden ist. Möge Innos über dich wachen. Mach's gut. Ja, mach's gut. Ist 10 Stärke. Mit dem Helm. Sieht ganz nice aus, muss ich sagen. Dort ist doch schön. Ich meine, die ist natürlich schlechter, aber was soll's. Was soll's. Aber generell so schwarze Paladine, irgendwie passt das ja gar nicht. So die Rüstung so tief schwarz. Ich habe das Böse besiegt und Innos Sohn gerettet. Dein Glaube hat dich sehr stark gemacht. Ich wusste es. Es war mein Pflicht gegenüber Innos. Leb wohl. Vergiss nicht, was hier geschehen ist. Guck mal, und jetzt hat man das alles gemacht und jetzt, wo sie mehr sagen könnten, ich habe euer Geheimnis gelüftet, leb wohl. Direkt, man ist nichts mehr. Geh in Frieden. Das ist überhaupt nicht durchdacht, das Ganze. Das hätte man sich dann auch sparen können. Dann wäre es interessanter, wenn man hier hinkommt. Hier wäre das so aufgebaut, so, oh, du bist hier in den Hallen der Erbauer und dann würden die einfach sagen, deine Zeit ist noch nicht so weit und du hast hier nichts zu suchen und dann kriegst du vielleicht eine Belohnung, weil du sie gefunden hast und dann darfst du wieder quasi abhauen. Das hätte mir persönlich besser gefallen, wenn er hätte dieses Mysterium so offen gelassen, aber dieses Ganze an den Haaren herbeigezogene in der Story gefällt mir null. Das hat auch nichts mit Gothic zu tun. Es wirkt einfach nur völlig absurd in meinen Augen. Wie gesagt, ich will nicht die Arbeit der Modder damit schlecht machen, es ist einfach nur mein Geschmack. Den trifft es halt null. Ne? Ich fühle mich ja mehr aus Gothic rausgerissen, wobei andere Punkte mir sehr gut gefallen haben. An dieser Mod habe ich auch immer wieder erwähnt, aber das hier, ne. Du bist zurückgekehrt, Auserwählter. Darf ich in deine Seele schauen? Du konntest dich dem Bösen widersetzen, selbst dem Willen Urizils. Aber hast du auch deine Tapferkeit bewiesen? Du musst mir Urizils Kopf bringen. Nur so kann ich sicherstellen, dass er auch tot ist. Du hast unser Geheimnis gefunden. Du hast die Welt vor Belias Schergen gerettet. Ja, ich habe Innos Sohn gefunden. Der gute Ruf seines Vaters beschützt ihn. Er ist sicher. Du hast eine große Tat vollbracht. Unsere Mission ist zu Ende. Nun werden wir dem Weg unseres Herrn folgen. Wie? Ihr wollt einfach so gehen? Nichts hält uns hier noch. Nichts. Schau dich doch mal um. Was siehst du? Leere, Tod und schmerzvolle Erinnerungen. Ich meine nicht den Tempel. Das Böse wartet nur auf diesen Moment. Ihr könnt uns jetzt nicht einfach verlassen. Wenn ihr geht, werden die Opfer der Paladine, die für ihren Glauben kämpften und fielen, sinnlos sein. Und was ist mit mir? Ich habe Urizil getötet. Ich habe euer Geheimnis gerettet. Ist das jetzt auf einmal unwichtig geworden? Du bist ein eigenartiger Mensch. Du bist wahrlich der Auserwählte.
Die Einsamkeit hat mich stolz und eigensinnig werden lassen. Ah, du hast mich verstanden. In der Welt wimmelt es nur so vom Bösen und vom Hass. Ihr könntet doch die Welt von Belias Schergen befreien. Ihr müsst bleiben. Du hast recht. In Erinnerung an alle, die für Innos starben, schwöre ich nie aufzuhören, bis Belia endgültig besiegt ist. Ich danke dir, Mensch, dass du mir die Augen geöffnet hast. Möge Innos deinen Weg erleuchten und deine Feinde vernichten. Meister, verliere nie den Glauben an gewöhnliche Sterbliche. So soll es sein. Lebe wohl. Wow. Cool. Cooler Dialog. Hey, wir wollen gehen. Hey, bleib doch hier, ich bin auch noch wichtig und Belia ist böse. Okay, du hast mir die Augen geöffnet, ich bleib hier. Leb wohl. Ja, klasse. Ich bin absolut begeistert von diesem Ende. Hat sich das gelohnt, hier für diese vielen Spielstunden immer wieder nachzuspielen, um das jetzt zu erleben? Vielleicht versteht ihr jetzt meine Entnervtheit. Weil in der Zeit hätte ich irgendwas anderes machen können. Ach ja. Ja, Erbauer weg. Wir haben noch Alchemist und der Schmied in Führung. Keine Ahnung, was damit ist, wo der Typ ist. Ich weiß es nicht. Interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht mehr. Beim Alchemisten weiß ich auch nicht mehr. Fiddler, keine Ahnung, ob der jetzt noch was sagt. Und Argon, der Schmied, hatte glaube ich auch nichts zu sagen, ne? Vielleicht kann ich nochmal zu ihm hingehen. Aber ganz ehrlich, eigentlich interessiert es mich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach in den Schläfertempel und beende das Spiel. Ich hab echt genug von dieser Mod. Wo ist denn hier Eingang Orkstadt? Reden wir mal über die positiven Dinge, ne, die diese Mod gebracht hat. Also generell ist es schon mal cool, ein Lager vor der alten Mine zu haben. Über die Umsetzung lässt sich jetzt natürlich jetzt diskutieren. War das gut umgesetzt, war das schlecht umgesetzt? Aber ja, mehr NPCs, ein bisschen glaubwürdiger versucht, halt zumindest da ein Lager zu erschaffen. Weil der macht mich immer noch One-Hit. Wird auch eigentlich erklärt, warum dieser Ork hier ist? Naja. Auf jeden Fall haben die versucht, ein paar Punkte da glaubwürdiger zu machen. Schön, schön. So, ne? Das kann ich als Positives sehen. Schmugglerlager, sehr gut. Sehr interessante Story, auch interessante Hintergrundgeschichten. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Ne? Auch mysteriös das Ganze gelassen. Bei zum Beispiel dem Anführer Tangor und so. Dann Quentins Bande als Lager eingebaut, verschiedene Entscheidungen, die man treffen konnte, dann immer wieder auch so in die Hauptquest involviert. Das hat mir gefallen. Dann eine Vielfalt an Rüstungen und Waffen, die da war. Ne? Auch sowas wie Helme und so. Sowas ist cool. Also sie haben sich noch Gedanken gemacht über, wie man den Charakter ausbaut. Mit jetzt zum Beispiel den Waffenfertigkeiten hier. Sie haben, naja, über Umwege Alchemie reingebracht, über den Alchemisten und so. Das fand ich zum Beispiel auch cool, dass der am Ende hier war und so, das hat mir gefallen. Also man konnte dann sich noch Tränke machen. Ich habe es jetzt aber viel zu spät erst in Anspruch nehmen können, denke ich, weil ich das einfach so lange nicht gemacht habe. Ihm auch seine Sachen zu bringen und so, das hätte man ja schon früher haben können. Ja, dann generell einige Änderungen in der Story. Zum Beispiel die ganze Geschichte auch so um Neck und Raven, dass es da so ein Geheimnis gab. So, das fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Das war interessant gemacht. Welches Lager völlig über war, war das Fanatikerlager. Hätte man komplett weglassen können. Wie gesagt, zu den Bauern habe ich auch meine Meinung gesagt. Ich finde, man hätte sie finden können und dann wären sie abgehauen oder hätten einen irgendwie wegteleportiert. So
dass man denen dann die findet und dann hätte man es auch den anderen berichten können, aber sie hätten einen nicht geglaubt. Hätte mir persönlich besser gefallen, hätte das Geheimnis so ein bisschen offen gelassen um die Bauer, weil so wie es jetzt ist, absolut schäbiges Ende, total unbefriedigend, keine Ahnung. Ich kann damit absolut nichts anfangen. Die ganzen Dialoge sind auch so merkwürdig formuliert hier und da, deswegen. Ganz, ganz komisch. Ansonsten denke ich, die Sache mit den Ork-Jägerlager war interessant, auch dass man zum Beispiel am Ende die Orkstadt angreift und die sich alle für einen geopfert haben. Okay, ne, damit man den Schläfertempel bekommt. Das ist halt so ein krasses Ende eigentlich für die. Nur man hat zu wenig mit denen zu tun, dass da wirklich eine Verbindung irgendwie aufbauen, also dass man eine Verbindung aufbauen konnte. Okay. Ab und zu so Sachen wie, dass wieder das Sektenlager am Ende noch erwähnt wurde, auch bei den Orkjägern, dass die dann durchdrehen und so, das hat nochmal Erwähnung gefunden. Okay, damit kann ich was anfangen. Ansonsten denke ich, war es das mit den positiven Sachen. Was ich nicht gut finde, wie gesagt, in vielen Teilen die Dialoge. Über Sprachausgabe brauchen wir nicht reden. Das Problem liegt an den Skripten. Viel also zu oft die gleichen Stimmen. Das ist klar, die Dialoge zu lange, die kennen keinen Punkt, kommen nicht zum Punkt, die wiederholen sich ständig, viel zu lang gezogen alles. Balancing ist in meinen Augen nicht gelungen, weil man wird viel zu schnell zu stark, dann braucht man die Stärke auch für bestimmte Gegner, aber es gibt gar kein Balancing vernünftiges, also man hat auch viel zu viel Gold. Guck mal, brauchte ich einmal Erz außer am Anfang? Wie viel Erz haben wir jetzt? 90.000? Okay, sagen wir, davon sind 15.000 vielleicht die nicht mir gehören, weil ich die bei Dings gelootet habe, bei diesen Melkor. Aber ja, die Sache mit Melkor und Katzmir und so, das war auch interessant in Zügen. Aber die Umsetzung hat mir dann letztendlich auch nicht so gut gefallen. Ja, und generell ist halt dann das Gothic-Problem, Gothic 1-Problem, so ein bisschen buggy, bisschen rucklig. Die Mod ist auch schon ein bisschen älter natürlich, klar, versteht man dann auch. Im Groben und Ganzen weiß ich nicht, ob ich die Mod jetzt unbedingt empfehlen würde. Dieser raue Ton hier, dieser übertriebene und teilweise dieser komische Humor, der damit verbunden wird, kommt bei mir dann teilweise auch nicht an. Ich weiß nicht. Ne? Sie hatte ihre interessanten Punkte, aber... Okay, ich kann den jetzt wirklich verletzen mit Orizil, aber dass auch nicht erklärt wird, wo dieser riesige Ork herkommt, finde ich auch so interessant. Ja, es ist einfach völlig egal. Der ist einfach da. Naja. Viele Dinge wirken einfach nicht zu Ende gedacht. Viele Dinge wirken eigentlich einfach nicht fertig. Und der mieseste Punkt ist, wie die Quests teilweise verstrickt sind. Ich musste mehrmals nachspielen. Man hat irgendwelche Entscheidungen, die man vorgetroffen hat, wo man nicht wusste, welche Auswirkungen das in 10 Stunden oder in was weiß ich, wie vielen Stunden Spielzeit hat. Das ist schlecht gemacht in meinen Augen. Quest sollte man dann zumindest irgendwie alternativ einbauen, wenn man diesen Freiraum reinbaut ins Spiel. Ja. Und für mich ist das jetzt gerade so ernüchternd, weil ich ja extra nachgespielt habe für dieser Bauerquest und dann ist das jetzt das Ende. Und dann dieses Ganze an den Haaren herbeigezogene Innos-Sohn und hier und da. Kann ich nicht viel mit anfangen. Deswegen, ja, wenn ich jetzt eine Bewertung geben würde, würde ich, guck mal, die kriegen gar keinen Schaden, würde ich wahrscheinlich eine, ich sag mal eine 510 geben. Mehr kommt bei mir hier nicht im Gesamtpaket dann rum. Weil die negativen Sachen gerade, wenn ich so drüber nachdenke, überwiegen für mich echt. Dass ich jetzt lieber dann sage, okay, dann spiele ich nochmal eine Othello-Mod oder eine andere. Ja. Vielleicht spiele ich sie in ein paar Jahren nochmal dann im Stream. Vielleicht mit Leuten, die Mod auch gespielt haben, damit man nichts falsch macht. Aber erstmal bin ich jetzt wirklich froh. Das ist eigentlich nicht so oft bei mir der Fall, dass ich eine Mod spiele, wo ich mir denke, oh, endlich ist sie vorbei. Bei den meisten Mods denke ich mir, oh, schade, dass es vorbei ist. Hier denke ich mir, endlich ist sie vorbei. Deswegen überziehe ich auch heute die Folge hier und naja, dann beenden wir das Ganze. Und ich muss auch sagen, wenn eine Mod es schafft, dass ich mir bei den letzten Quests, die noch offen sind, denke, ey, ganz ehrlich, es interessiert mich einfach nicht mehr. Ich will einfach nur noch, dass es endet. Dann, naja.
Dann ist das so. Das Einzige, was ich eben nochmal ausprobieren könnte, wäre Fiddler. Das habe ich erst übersehen. Also Entführung und so, keine Ahnung, das interessiert mich nicht. Aber Fiddler, denke ich mir, könnte man noch machen. Bleib stehen, Krieger. Ich muss dir etwas sagen. Ja, was ist los? Ich bin von deinem Handeln beeindruckt. Du bist die Waffe der Gerechtigkeit. Alles, was ich tue, mache ich für die Ehre Innos. Innos Feuer wird die Welt von ihren Unreinheiten erlösen. Ich mache nur das, was getan werden muss. Mir reicht es schon, dass du mehr Gutes als Böses tust. Das bedeutet mir sehr viel. Vielleicht weißt du nicht immer, was ich mache. Vielleicht auch das. Aber wir sind nur Menschen. Du fängst schon wieder an. Aber du hast recht. Ich muss nun einen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich bin mir sicher, dass du es schaffen wirst. Trotzdem fürchte ich, dass der Preis, den du dafür zahlen musst, sehr hoch sein wird. Du warst ein Gefangener, der das Gut in die Welt des Bösen brachte. Auf Wiedersehen, möge Innos dich behüten. Ja, Wahnsinn. Auch der Held voll out of character. So, ne, hier ist er schon zum, weiß nicht, Rächer von Innos geworden. Keine Ahnung. Ich fand's mal gut beim Helden, dass ein leeres Gefäß war, wo er dann, sag ich mal, vom Spieler so selber einen Weg aufgezeigt bekommen hat. Also jeder konnte spielen, wie er wollte, aber so gesehen hat er getan, was getan werden muss, aber er hat sich nie so gesprochen. Ich werde in Innos Namen dies und das machen. Das ist, finde ich, für mich nicht der Held. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ja. Ja gut, das wäre auch geschafft. Ich frage mich, ob ich die apokalyptischen Templer mit dieser Waffe besiegen kann oder muss ich mit Oriziel kämpfen? Okay, ich kann die auch damit verletzen. Das ist doch schön. Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den fünf Herzen auf sich hat. Die fünf Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in fünf Schreine gelegt. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den fünf Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Kor Kalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht. Was ist los mit dir? Ich muss schlafen. Da oben ist eine Erdbeere. Will ich. Gib mir die Erdbeere. Wo ist die Erdbeere? Habe ich den nicht gegessen? Ja, die Erdbeeren bringen irgendwie gar nichts. Ich meine, ich könnte mir da noch jetzt die permanenten Tränke holen, aber wofür?
wofür. Ich bin eh stark genug, um alles zu schaffen, was man schaffen muss. Ich muss sagen, ich bin echt enttäuscht. Jetzt vom Ende. Ich habe irgendwie was ganz anderes erwartet, als wir dann in dieses Gebiet kamen mit dem Drachen und so. Dachte ich mir schon, okay. Schade, dass die Motte diesen Weg eingeschlagen hat und nicht irgendwie vor mal. Naja, also mein Geschmack trifft es eben nicht. Von daher. Ich denke einfach so, viele Grundideen waren sehr gut. Man hätte darauf aufbauen können. Und da die Hälfte einfach weglassen können. Aber das haben einige von euch auch schon immer unter den Folgen so hingeschrieben. Dass viele Dinge einfach so unfertig wirken oder nicht ganz durchdacht. Weniger ist manchmal mehr. Oh shit, er kommt diesmal hier hin. Normalerweise redet er doch von da unten. Schließlich sehen wir uns also wieder. Mein Meister hat mir bereits von deiner Ankunft berichtet. Er kann deine Nähe spüren. Schon bald werde ich ihm näher sein, als ihm lieb ist. Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Die Welt steht kurz vor dem Erwachen des Erlösers und keiner kann ihn aufhalten. All die Ungläubigen da draußen werden ihren Preis bezahlen. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Schläfer, erwache! Jetzt kommt immer der beste Kampf. Korkalon macht mir nicht mal mehr Schaden. Perfekt. Schon spannend. Ich habe ihn fertig gemacht. Ja dann. Die Situation ist wie immer. Der Schläfer ist wie immer verbuggt. Dass sie manchmal so vereinzelt dann doch angreifen. Ich glaube, ich mache jetzt einfach hier Schicht im Schacht. Ich habe alles gesagt, denke ich. Gebt mir gerne euer Feedback. Wie habt ihr die Mod wahrgenommen? Werdet ihr die Mod selber spielen? Spielt ihr die Mod vielleicht gerade selber? Was ist euer Eindruck? Habt ihr andere Entscheidungen getroffen? Solche Dinge sind auch immer interessant. Und für mich ist jetzt hier Schluss.
Sei gegrüßt, Mensch. Ein weiterer untoter Schamane. So langsam wird's lästig. Aber warte mal. Urshak, du bist am Leben. Da muss ich dich enttäuschen, Mensch. In der Tat erinnere ich mich an den Namen Urshak, aber meine Existenz ist anders als seine. Lass dich durch diese Höhle, welche seinem Körper ähnelt, nicht täuschen. Es kann die Folge davon sein, dass ich mich unter dem Einfluss von Erinnerungen sicher fühle. Verbundenheit. Also, wer bist du? Meine Existenz hat keine Bedeutung. Ich kann sagen, dass ich etwas in der Art eines Wächters bin. Was willst du damit sagen? Ein Wächter wovon? Ich muss dir zum Bezwingen des Schläfers gratulieren, Mensch. Aber das ist noch nicht das Ende. Das Portal wurde nicht verschlossen. Ehe dies nicht geschieht, kann das unerwünschte Wesen hindurchgelangen. Ich glaube, das ist nicht mehr meine Angelegenheit. Der Schläfer wurde bezwungen. Nach Xaldas Worten sollte die Barriere verschwinden. Und ich beabsichtige, die Minenkolonie so schnell wie möglich zu verlassen. Da muss ich dich enttäuschen, Mensch. Was willst du damit sagen? Du kannst diesen Ort nicht verlassen. Wie dir Xaldas gesagt hat, bist du mächtiger als jeder andere in der Kolonie geworden. Und dadurch gefährlich. Allzu viele Pläne gibt es, welche deine Präsenz jetzt vereiteln könnte. Du musst hier bis zu dem Zeitpunkt bleiben, da das Spielbrett der Entscheidungen vorbereitet ist. Und die Figuren bereit sind zum Zug. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibst du hier. Ich komme hier nicht heraus. Das wird sich noch zeigen. Was passiert hier gerade? Hä? Was passiert hier gerade? Muss ich das verstehen jetzt? Kämpfe ich jetzt gerade gegen ganz viele alternative Ichs? Ja, das war's mit Dunkle Geheimnisse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Projekt, ne? Tschüss. We'll be right back.